Es wird Zeit. Ey, Wallabila, ich kann mich selber nicht ernst nehmen. So Leute, das wird auf jeden Fall ein heftiger Kampf heute Abend. Hier Dead Speaking mit seinen schönen Augenbrauen gegen Lejanko mit seinen Gucci-Fake-Klamotten. Aber egal. Lejanko mit seinem Finisher. Nein. Dead Speaking ist offiziell tot. Oh, und jetzt pinnt er ihn. Jetzt pinnt er ihn. Was ist das für Dead Speaking? 2, 3. Oh mein Gott. Lejanko hat gewonnen. Und er bleibt der YouTube-Champion. Okay. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Es ist gerade einfach 10 Uhr morgens und ich habe noch kein Auge zugedrückt. Also ich habe die ganze Nacht durchgezockt, beziehungsweise ich war die ganze Nacht einfach wach. Ich habe jetzt einfach nichts Besseres zu tun, YouTuber einfach zusammenzuschlagen in einem Videospiel. Ja, ihr könnt ja mal sehen, wie behindert ich bin. Vor einem Jahr habe ich ja genau mein Format gestartet, und zwar WWE mit YouTuber. Davor hieß es irgendwie Schlägerei mit YouTuber. Dort habe ich einfach YouTuber in einem Videospiel erstellt und habe gegen die einfach gekämpft. Das wurde von euch unnormal gefeiert, so ihr habt es gefeiert. Das Video war sogar in den Trends so, das ist auf jeden Fall krass. Ich habe ein eigenes Format erstellt, beziehungsweise eine eigene Serie erfunden und bin damit sofort in die Trends gestiegen, und das ist krass, Alter. Dankeschön auf jeden Fall für euren Support. Viele haben diese Serie vermisst und ja, Mann, ich hab's wirklich so schleifen lassen. Ich habe aber auf jeden Fall wieder Bock und bin gut gelaunt so. WWE 2019 kam raus, beziehungsweise schon vor einigen Monaten, aber ich bin euch ehrlich, ich war einfach zu faul, um das aufzunehmen. So wie ich gehört habe, hat Dead Speaking uns wieder herausgefordert. Er möchte um den YouTube-Titel kämpfen. Ihr wisst ja Bescheid, Lejanko ist der YouTube-Champion. Ich weiß auch nicht, wer auf einmal Dead Speaking diese Eier hat. Auf jeden Fall fangen wir mal langsam an. Alamen Aleikum, Lejanko. 1:1. Schaut ihn euch an. 1:1, Land. Wer kann ihn besser erstellen? Achtet mal auf sein T-Shirt, Adidas. Achtet mal auf seine Cap, Polo Cap. Was geht? Junk ist natürlich auch in echt genauso breit. Oh ne, Freunde, ich will tun, die backen will. Kommen wir zu Dead's Bicky. Mashallah. Mashallah, diese Augenbrauen. 1:1. Wirklich, wer sagt, dass nicht Dead Speaker ist, ne? Der hat einen Dachschaden, Mann. Das sieht man doch sofort. Die meisten haben an ihren Handyvideos irgendwie Gesichtserkennung. Er hat einfach Augenbrauenerkennung am Nachkömmling. Den erkennt man sofort. Er trägt sogar Supreme-T-Shirt von 250 Euro am Nachkömmling. Das wurde ihm mal abgezogen in Düsseldorf oder so. Lam, wie traut er sich einfach, Lejanko herauszufordern um den YouTube-Championship? Hier, Leute, Mashallah. YouTube-Championship Lejanko. War so oder so klar, dass Lejanko Champion bleibt am Nachkömmling. Ein Jahr lang war der jetzt Champion. Dead Speaker hat ihn jetzt wieder herausgefordert. Dead Speaker, woher die Eier, lo? Woher? Ihr seht die YouTube Championship, Dead Speaker vs. Lejanko. Hier, Digga, diese Augenbrauen, ne, sind einfach 1:1, lo. Was sind das für Augenbrauen, lo? Mutation. Abu, hört ihr die Musik, Dead Speaker kommt. Olam Bekir, vai Bekir. Abu, hört die Musik. Ach du Scheiße, hat sich Dead Speaker schon geoutet? Krass, ja? Zack. Schaut ihn euch an, Mann. Dead Speaker mit Supreme T-Shirt. Das war so oder so klar, dass er mit seinem Supreme-T-Shirt kommt. Achtet mal auf seine Schuhe, Land. Seine Schuhe sind sogar von Supreme. Mashallah, Bekir, Land, du bist ein richtiger Hype-Beast. Der beste Affrullah. Nicht, dass noch ein Zuschauer oder so dein Supreme-T-Shirt klaut, Alter. Wäre auf jeden Fall peinlich. Yalla, komm, steig in den Ring, Land. Ich will jetzt kämpfen, komm. Wer hat er die Eier auf einmal gegen Lejanko zu kämpfen? Wer hat er die Eier? Was ein Move. Was war das für ein Move, Alter? Warum hebt dein Finger nicht die ganze Zeit hoch? Warum hebt er seinen Finger die ganze Zeit hoch, Lan? Aber okay, wir haben es gecheckt, Lan. Hatte der den Finger gestern Nacht im Arschloch oder warum zeigt er den die ganze Zeit? Üschler, was sind das für Augenbrauen am Nachkrieg? Mutation. Abo, Lejanko kommt. Hört ihr die Musik? Lejanko kommt. Zack, da ist der Bra. Was geht? Der YouTube-Champion. Schaut ihn euch an, Lan. Ah, Drago. Lejanko macht sich bereit. Komm, Lan. Was macht der Zwicker? Ey, der Zwicker will mich schlagen. Der kommt, ey. Lan Bekir. Was will der von mir? Hallo? Dann komm her, komm her, komm her. Was hast du die Eier? Komm, komm. Haben wir noch so dumme Pitsche, komm. Wie aus große Fresse, wie aus große Fresse mit deiner. Komm, komm. Abo, der Speaker wird ablan. Selbst sein Lehrer war damals Bruce Lee. Ich habe ja gehört, der Speaker hat damals irgendwie Kampfsport gemacht. Was ich jetzt stark bezweifle. Komm, steh auf, Land, steh auf. Wer bist du? Wer? 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 Guck mal, der schlägt daneben, Land, ist der behindert. Da, da, Drago, 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 guck mal, wie der ausrastet. Lejanko rastet aus, guck mal. Boah, Piscopat-Modus an, Land. Wie du hast im Internet große Fresse. Lo, komm hier, 1 gegen 1, komm. Abo, der wehrt ab. Er wehrt ab. Am Bruder, mach mir hier keine Filme. Geh mal ein bisschen raus, die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Oh, was ein Kick, Lo, der hat gesessen. Geh mir mal ein bisschen raus, wir holen ein bisschen Bongo-Stange aus Thailand. Warte, bleib mal liegen, ich hole schön Bongo-Stange aus Thailand. Abo, Bongo-Stange aus Thailand ist einsatzbereit. Komm, steh auf. Komm, steh auf! Dann. Allah, na, man, das du, Mann! Allah! Abu! Ey! Ey, der wehrt ab! Ey, der Zwicker hat Power, Lan! Bongo-Stange aus Thailand in der Hand! Steh auf! Komm, steh auf! Allah! Komm, steh auf! Steh auf! Spürt keine Schmerzen, ha? Ich glaube, der Zwicker spürt keine Schmerzen!
Komm, steh auf. Ich warte. Ich bin keine Fotze, ich warte. Ich schlag dich nicht auf den Boden. Komm, steh auf. Nadi Bekir, steh auf. Ich warte. Lan, warte. Wenn du nicht aufstehst, heb ich dich einfach auf. Komm, steh auf. Komm, hast ein bisschen Gehilfe. Alan, boah, Oli Janko rastet aus. Uff. Drgo, was ein Kick gegen die Fresse. Habt ihr das gesehen? Der ist tot. Bekir, wer bist du? Wer? Komm, mach einen Finisher. Drgo, AKO, er ist tot. Aber Bruder, du brauchst Basie gegen Schädel. Komm. Uff. Bruder, der geht jetzt 3 Tage rückwärts schlafen, Alter. Tam, okay, was kann man noch so benutzen, ja? Was gibt's denn noch hier so? Uff, Tisch, damit kann man viel machen. Dann Bekir? Hä, seit wann kann der mich tragen, Bruder? Der wiegt doch 40 Kilo, ich wieg 80 Kilo. Steh mal auf. Ey, Lejanko, steh auf, Bruder. Mach keine Faxen. Ey, ich glaub das gerade nicht, Lo. Der Bekir hat mich gerade behindert. Auf jeden Fall, Leute, viele fragen mich, ey, Lejanko, wieso hast du eigentlich so einen Hasskick auf Bekir? Das hat wirklich so seine Gründe. Ich kann euch die ganze Geschichte gar nicht so richtig erzählen. Hallo, was macht ihr jetzt? Ich wollte eigentlich nur den Tisch benutzen. Ich versuche euch das mal ein bisschen zu erklären, so als außenstehende Person. Früher war ich auf Facebook aktiv, so. Ich habe aber dort nie mein Gesicht gezeigt. Ich hatte einen anonymen Namen. Wie ich dort hieß, egal, scheiß drauf. Ist eine lange Zeit her. Auf jeden Fall habe ich mich dort nicht gezeigt. Ich habe aber trotzdem auch so Unterhaltungsvideos gedreht. Und wie ihr alle wisst, war der Zbikir auch Facebooker am Anfang. Dort hat er seine Fanbase sozusagen aufgebaut. Er hat dort diese Beziehung zerstört. Das war sozusagen dort sein Format. Und damit wurde er natürlich bekannt. Naja, egal, alles schön und gut. Wir hatten einen Kollegen, der nannte sich Prince Jackson. Prince Jackson sollte für euch alle ein Name sein. Beziehungsweise viele haben ihn schon längst vergessen, so. Er war auf Facebook bekannt, er hatte wirklich eine große Reichweite, aber er ist mittlerweile, glaube ich, schon ausgestorben, keine Ahnung, was mit denen ist. Auf jeden Fall war ich mit Prince Jackson befreundet und der Zbikir ebenso. Und ich hatte nicht so viele Likes wie Prince Jackson oder der Zbikir, also ich konnte niemals mit denen mithalten. Aber ich hatte auch schon so eine kleine Reichweite, so. Abo, ich gebe wieder einen Kick. Hier haben wir nachkriegen. Auf jeden Fall war das dann so, dass wir alle zusammengearbeitet haben auf Facebook. Wir haben alle zusammen Videos gedreht, was wir alle mittlerweile auf YouTube gar nicht mehr machen können, weil jeder seinen eigenen Weg geht. Zu viele sind einfach nur dem Fame hinterher. So, der Zbikir war schon damals Fame geil. Er wollte niemals mit Leuten kooperieren, die kleiner waren als er. Das kann euch sogar Prince Jackson beweisen. Aber ich zünd mal kurz Tisch an. Drgo, Tisch brennt. Auf jeden Fall war das dann so, dass wir zusammen kooperieren wollten. Also Prince Jackson, er und ich. Auf jeden Fall hat mich Prince Jackson dann bei Zbikir vorgestellt. Also er hat mich ihn sozusagen vorgestellt. Und das war dann so geplant, dass wir zu dritt ein Video drehen werden. Natürlich werden wir in Real Life nicht nebeneinander seine Videos drehen. Auf Facebook war das ja anders. Wir haben irgendwie Telefonate durchgeführt, haben daraus ein Unterhaltungsvideo gedreht. Ihr wisst auf jeden Fall, in welche Richtung das geht. Und wo Zbikir meine Like-Anzahl gesehen hat, wollte er nicht mal mehr mit mir kooperieren. Und meinte zu Prince Jackson einfach, nein, Mann, lass mit denen nicht kooperieren. Das ist voll das Opfer. Er hat nur so und so viel Likes. Also er hat meine Persönlichkeit mit meinen Likes reduziert. Von da an wusste ich, tamam, okay, ich werde irgendwann der Zbikir komplett ficken. Du hast schlecht über mich geredet ohne Grund, obwohl du mich nicht kanntest. Hast mich scheiße dargestellt, Digga, als wäre ich ein Stück Dreck, nur weil ich nicht so viele Likes habe wie du. Jan, er war damals schon Fame-Guy, Leute. Das kann mir jeder bestätigen, aus Stuttgart sogar. Das war der Grund, wo ich mir so dachte, tamam, okay, ey, der Junge muss einmal gefickt werden. Dabei habe ich das auch noch geschafft, so, ich habe ihn auseinandergenommen. Ey, der wehrt die ganze Zeit ab, was ist das hier, yo? Kein Bock mehr. Leute, der Junge ist so peinlich, er bezahlt sogar Schutzgeld. Junge, der Zbikir, wer bist du, dass du Schutzgeld zahlst? Aber ey, komm mal her, ich messe dich jetzt durch den Tisch an, Mann. Komm mal her. Ey, der Zbikir werft mein Finisher ab, ja? Ich will ihn doch einfach nur auf den Tisch werfen. Ist das zu viel verlangt? Leute, überleg mal, ey, so peinlich, Alter. Er zahlt Schutzgeld, damit Leute ihn beschützen. Abu. Ey, Leute, schaut euch das an. Schaut euch das an. Oh mein Gott. Ey, wenn der Zbikir jetzt nicht am Arsch ist, ne? Ja, Leute, ich glaube, wir müssen das langsam jetzt hier beenden. Aber ey, der Zbikir pinnt mich gerade. Ich bin rausgekommen zum Glück noch. Ja, was soll ich noch dazu sagen, Digga? Der Typ ist in meinen Augen Abschaum. Ey, der Zbikir haut. Ey, was macht der Zbikir mit mir, Lan? Oh mein Gott. Der hat Finisher gemacht. Er hat Finisher gemacht. Als ob der jetzt gewinnt. Als ob. Okay, ich bin auch rausgekommen, Alter, zum Glück. Ich hab mir in die Hosen geschissen, Alter. Stellt mal vor, ich blamier mich jetzt hier voll und er wird YouTube-Champion. Ich würde mich behindert lachen. Dann reicht doch, Bekir, Alter. Oh, was war das für ein Move? Ich glaube, ich wurde vom Bruce Lee trainiert. Komm, steh auf. Komm, steh auf. Kriegst du gegen Fresse jetzt. Komm, steh auf. Oh, der Zbikir blutet. Habt ihr das gesehen, Leute? Er fängt an zu bluten, Lan. Oh, Finisher, Leute. Okay, ich glaube, das war der Zbikirs Ende. Komm, wir pinnen den. Komm. Hadi. 1, 2, 3, ja, Mann. Lejanko bleibt der YouTube-Champion. Lejanko hat einfach den Zbikir auseinandergenommen und das ist Fakt. Auf jeden Fall schaut ihn euch an, Mann. Er ist immer noch der Champion, Alter. Er ist ein krasser Masachara. Wer soll mein nächster Gegner sein? Schreibt auf jeden Fall Hashtag und dann der YouTuber in die Kommentare. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Video überall teilen würdet. Das letzte Video von diesem Format war sogar in den Trends so. Wenn wir das wieder schaffen würden, wäre mega, Alter. Das wäre krass. Aber falls euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Falls nicht, dann disliked einfach. Auf ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Passt auf euch auf, macht keine Scheiße und haut rein. C'est ma vie, mon ami. C'est ma vie, mon ami. C'est ma vie, mon ami. Ich hab Batzen verdient, doch war niemals wie dich. C'est ma vie, mon ami. C'est ma vie, mon ami. C'est ma vie, mon ami. Unterwegs zu Millionen und ich brauche kein Deal.